Und da bin ich wieder mit einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2013. Ich wollte Wasser holen, und das mache ich jetzt auch, aber ich fahre nicht runter, sonst wird die Aufnahme wieder zu kurz. Also ich fahre schon runter, aber das seht ihr nicht. Wir sind ja gleich am Fluss. Ich bin jetzt am Fluss angekommen. Und dann betanken wir unser Wasserfass erst auch mal. Das Wasser gibt es hier kostenlos, glücklicherweise, weil das Wasser ist immer beim LS13 teuer, finde ich. Können auch wenig schneller gehen. Komm, mach doch mal. So, jetzt bin ich wieder am Hof angekommen mit dem Wasserfass. Das werden wir auch gleich bei den Schweinen reinkippen. Das Wasser oder ihre Futternäpfe auffüllen. Ah, jetzt steht der andere Traktor im Weg, oder? Wir probieren es mal so. Ah. Ja, okay, da steht im Weg der Traktor. Ah, komm, 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 geh raus. Ich glaube, ich cheat uns auch ein wenig Geld, dass wir uns wenn bessere Maschinen kaufen und so. Das nicht mal allzu langsam, allzu langweilig wird mit den Standardfahrzeugen hier. Und dass wir wegen was arbeiten können. Jetzt füllen wir erstmal das Wasser auf. Ja, auf jeden Fall will ich dann. Ja, ich cheat, glaube ich, Geld. Weil sonst dauert es zu lang. Ich will vielleicht noch ein paar Maps mehr durchspielen mit euch. Weiß ich nicht, ob ich das schaffen werde. Ich guck mal nach den Schweinen, wie viel wir jetzt haben. Okay, wir haben 40% an Produktivität. Aber noch kein Schwein. Die kriegen wir bestimmt erst nach einer Zeit. Die Schweine, ich weiß auch nicht, wie ich dann Geld kriegen werde. Dann können wir noch Kühe und so kaufen, so Zeug halt. So, komm, komm, komm. Hey, Wasser auffüllen? Ach so, da. Okay, ja. Jetzt füllen wir gerade bei den Schweinen das Wasser auf. Was könnte ich dann noch machen jetzt aber auf der Map? Dann verkaufe ich gleich mal. Weil ich verkaufe erstmal alle Maschinen jetzt, weil es bringt ja eh nichts mehr, wenn ich jetzt dann Geld cheaten werde. Und wir neue Maschinen bekommen. Da mal eine Gruppe. Zwei Anhänger. Also Wasserfass behalten wir, wenn ich es noch nicht verkauft habe. Den Dünger verkaufe ich auch. Ich kaufe den größeren Dünger. Güllewagen verkaufen wir auch. Das Gewicht verkaufen wir. Okay, Wasserfass habe ich noch. Jetzt haben wir schon mal 178.000 Euro. Würde ich sagen, wir gucken mal im Händler, was wir dafür schon mal kriegen, was ich auch haben will. Ich gucke erstmal nach den Mods, weil ich will unbedingt mit Mods arbeiten. Wenn man sich die schon runterlädt. John Deere haben wir. Ja, kaufen wir jetzt erstmal den John Deere Traktor. Mache ich auch noch eine Mod-Vorstellung. Und eine Ballenpresse. Dann könnten wir schon mal die eineinhalb Reihen da, was der Helfer getroschen hat, pressen. Ah, komm. Da haben wir die Ballenpresse, New Holland. 345 Euro. Und wir gehen zum Händler. Geiler Traktor auf jeden Fall. Naja, von außen ist er nicht so schön, also nicht so ganz nach dem Landwirt. Oh. Nicht ganz so Landwirtschaftssimulator-mäßig. Aber er geht von innen, ist er schön, der Traktor. Das sieht aus wie er.
Oh, ist das jetzt eine Quaderballenbremse, das Ding da? Ich glaube, das wäre eine Rundballenbremse. Naja, egal. Dann kaufen wir uns halt noch später diesen Rundballenwagen da. Oder ich lade mir vielleicht nochmal diese Rundballenbremse runter. Wenn es die falsche Ballenbremse ist. Fahren wir erstmal zum Hof. Ah, komm. So. Da ist frei. Da kommt ein Auto, müssen wir stehen bleiben. Der Hof dahinter ist ja nicht weit entfernt, also von daher ist es eigentlich relativ egal. Und dann rechnen wir in der nächsten Folge mit unserem neuen Mähdrescher dann, den ich dann mit unserem Geld getweetet habe. Müssen wir erstmal blicken kennen. Hört sich auch komisch an. Na, der Traktor ist allgemein ein wenig komisch, aber er reicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das hier anmacht. Die Ballenbremse. Ah ne, da müssen wir drauf. Okay, da kann man das ausklappen. Aber machen tut die noch nichts. Anschalten. Numpad neu, was kann man da machen? Numpad 8. X, aktiver Transport, V, ah okay, jetzt da geht's, wir mussten das nur runter machen, dann bremsen wir jetzt erstmal die Ballen. Okay, ist eigentlich nur eine Reihe, weil der Helfer hat nicht besonders viel gearbeitet. Ist eine ziemlich kleine Ballenpresse, ich hoffe, wir kriegen die dann auch vom Feld runter, dass die Ballen nicht allzu klein sind. Ja, runter fahren wir nichts mehr jetzt. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen. Über ein Abo würde ich mich auch freuen oder für einen Daumen nach oben. Dann bis zum nächsten Video und ciao.